Servus miteinander, eine Woche vor der Wiesn und wir wollen für euch mal die Aufbauarbeiten checken. Ja, weil im Moment sind die noch im vollen Gange und das wäre ja ziemlich schade, wenn wir hier nächsten Samstag nicht zusammen feiern können und deswegen gucken wir mal, dass das alles rechtzeitig fertig wird. Noch ist alles leer, ich meine nächste Woche schaut das ein bisschen anders aus. Zum Glück, wir freuen uns schon wahnsinnig und jetzt gucken wir mal, wen wir hier alles so treffen. Let's go. Wie immer. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Übrigens, dranbleiben lohnt sich. Am Ende des Videos verlosen wir diesen schicken Hut hier von Alpenflüstern. Was wäre Wiesn ohne einen Souvenirstandl? Ganz klar gar nichts. Und deswegen schauen wir mal beim Aufbau vorbei. Neben mir steht die Steffi. Steffi, servus, grüß dich. Grüß dich. Schön, dass du da seid. Ja, du, danke, dass wir hier kurz drehen dürfen. Gerne. Sag mal, wie ist denn die Lage so eine Woche vor der Wiesn? Weil es geht ja genau heute in einer Woche los. Ja, da hast du recht. Und ich darf gar nicht dran denken, wenn du dich umschaust, was noch alles zum Tun ist. Da Stand muss aufgefüllt werden, dekoriert werden. Wir alle müssen noch zum Friseur, zum Einkleiden, dass eben alles pünktlich zum Start perfekt steht und wir den gleichen Spaß haben können wie jedes Jahr. Was ist denn jetzt das Highlight, was ich unbedingt mitnehmen muss, wenn ich als Tourist oder auch als Münchner auf der Wiesn bin? Also du, wenn du zu mir kommst, gehst natürlich auf gar keinen Fall ohne einen Hut haben. Ja, setz dir mal auf. Du setzt den auf. Achso, ich setz den jetzt mal auf. Ja, du musst ihn mir aufsetzen, so meinte ich das. Direkt ist unser Service, dass wir den immer. Ja, guck mal, da kommen wir jetzt gleich mal öfters. Das wird jetzt vorbei sein mit deinem. Ja, das war es dann, gell? So viel zum Thema Fitting. So. Man sieht es leider im Hellen nicht, aber dieser schöne Gamsparthut, der leuchtet im Dunkeln, falls er sich recht aufhört, dass er nicht verloren geht. Also meinst du, ich werde jetzt immer wieder gefunden, oder? Egal, wo ich in welchem Zelt bin, die finden mich. Zumindest in jeder Gruppe mit Gamsbart findest du Anschluss. Also das funktioniert, du kommst auf jeden Fall raus und wieder heim. Wir schauen, dass wir für jeden was dabei haben. Wir bemühen uns, dass wir ein bisschen einen schönen Schmuck haben mit Swarovski-Steinen, die halt auch wirklich ein Oktoberfest überleben. Das ist mir ganz wichtig. Da ganz glitzert das Schirm am Dekolleté, gell? Ganz trendy, das hat letztes Jahr angefangen und ich glaube, das wird ein Renner heuer, sind Haarreifen, Haarschmuck und Haarkränze in jeder Art. Also einer unserer Trends heuer wird ganz sicher wieder das Holzclubball sein, weil an Hansi, an Fritzi, die Susi, die Melanie, wie es alle heißen, das hat einfach die letzten Jahre jeder gehabt. Da klang der Leuchttut nimmer, gell? Nein, nein. Und jetzt gibt es eben nicht mehr nur mit dem Herzal drauf, sondern jetzt haben wir es ausgefeilt mit Strasssteindl, mit verschiedensten Motive, mit freundlichen, mit nicht so freundlichen Sprüchen. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Was war denn bislang das Lustigste oder auch vielleicht das Böseste, was du jemals auf so eine Klammer brennen musstest? Du, ich mach das ganz individuell und zur Not schreiben wir so eine Klammer. Das kommt wirklich immer auf die Person an, die vor mir steht. WBFZAM. Was heißt denn das? Möchtest du das wirklich wissen? Ja. Also ich schenke dir die Klammer jetzt. Na. Damit kommst du aber zur Wiesn bei mir vorbei, weil wer blöd fragt, der Zeudermaß. Verdammt! Ja gut, dass die Wiesn noch nicht angefangen hat. Das Schlusswort noch. Was wünschst du dir zur Wiesn 2015? Ich wünsche mir für mich und mein Team und natürlich für alle Schausteller da draußen eine gesunde, eine friedliche Wiesn, dass wir alle an Heiden Spaß haben und natürlich auch, dass der Rubel rollt. Super, in diesem Sinne, wir freuen uns auf die Wiesn. Tschüss, Dankeschön. Ciao. So, bei mir steht der Ewald vom Power Tower. Ewald, hier ist Action gerade, oder? Ja, wir sind jetzt gerade dabei, den Freifallturm am Aufbauen, am Stellen. Der Kran ist angekommen heute Morgen. Und jetzt sind wir gerade dabei, die einzelnen Segmente übereinander zu stellen, sodass wir irgendwann eine Höhe von 66 Meter erreichen werden. Jetzt ist Maria und Josef. Und wie lange macht ihr das schon? Also wann habt ihr mit dem Aufbau genau angefangen oder erst eben seit heute? Nee, seit gestern Morgen sind wir dabei und erst fangen wir an, unten die Plattform zu bauen, dass dann nachher der Freifallturm auch wirklich in Waage steht. Das dauert einen Tag, dass man alles ausrichtet, ja. Gab es da heute schon den einen oder anderen kleinen Anschiss oder ist es bei euch alles ganz friedlich? Nein, das ist friedlich. Ach, es passt alles. Und hier auf der Wiesn bauen wir gerne auf. Vor allem, man muss mit Ruhe und Bedacht aufbauen, dass auch alles wirklich hundertprozentig funktioniert. Ne? Gibt es irgendwas, was du dir für diese Wiesn wünschst? Gutes Wetter, eine friedliche Wiesn, wie alle mittlerweile sagen. Nein, ich hoffe, dass es so wird wie in den letzten Jahren zuvor auch. Ein kleiner Wiesenbummel, Inspektionswiesenbummel muss man sagen, ist jetzt geschafft und vorbei. Wir hocken fix und fertig im Autoscooter, freuen uns auf nächste Woche. Der Hut muss allerdings noch weg. Oh ja. Und zwar wäre die Frage, die wievielte Wiesn findet eigentlich dieses Jahr statt? Kleiner Tipp von mir, es ist nicht die zweite und auch nicht die 50. Wir haben schon ein paar Wiesn mehr auf dem Buckel. Fleißig in die Kommentare einfach antworten und dann nehmt ihr automatisch an unserer Verlosung teil. Und wir sehen uns nächste Woche, denn dann heißt es, Ozopft ist zur Wiesn. Tschüss.